Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und dieses Mal ist wieder ein Zuschauerwunsch dran, und zwar vom guten Stefan. Grüße dich an dieser Stelle. Wenn ihr auch Wünsche habt, einfach ins Kommentarfeld für diese Serie. Sollten am besten irgendwelche schlechten Spiele sein oder halt einfach schwer. Wenn ich Stefan richtig verstanden habe, fällt das Spiel hier eher unter dem zweiteren Bereich. Das heißt, dass es schwer ist und nicht unbedingt sehr schlecht umgesetzt. Also schauen wir mal rein. Ich habe ja schon mal die Gameboy-Version getestet. Das war ja so eine Art Minispielsammlung. War jetzt ein, ja, eine Minispielsammlung halt, sag ich mal, ne? Also ich glaube, dafür muss ich nicht mehr viel sagen. Ist natürlich jetzt nicht so das Beste. Also Minispielsammlungen waren, glaube ich, noch nie so wirklich, wirklich gut. Ich glaube, der Titel ist etwas anders. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Also das Spiel ist von AJN. Das heißt, Kenner wissen schon, der, wie sagt's der Angry Video Game Nerd immer so schön, der Shit Rainbow, weil die so einen Regenbogen als Zeichen haben, sind bekannt für sehr, sehr viele eher schlechte als rechte Lizenzversoftung. Und Crash Test Dummies, die waren ja auch eine Spielzeugmarke, ist an mir damals irgendwie komplett vorbeigegangen. Ich glaube, das lag einfach daran, weil ich dann einfach zu alt wahrscheinlich dafür war. Ich glaube, die sind irgendwann 92, 93 rausgekommen. Ich bin ja Baujahr 81, da war ich dann schon so 11, 12. Da war so normales Spielzeug schon langsam uncool, ne? Aber schauen wir mal rein, was uns da erwartet. Wir kriegen so ein richtiges Intro. Boys, we must stop Junkman before he discovers the secret. Okay, wir müssen den Junkman stoppen, bevor er das Geheimnis kriegt. Er hat den mächtigen T-9000. Ja, ich versuche gerade simultan zu übersetzen, es geht aber zu schnell irgendwie. Ja, also der Junkman ist zu doof anscheinend, diese Rüstung irgendwie. Naja, okay. Das braucht man so eine Story bei so einem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Okay, also ich kann springen, ich kann Schraubenschlüssel werfen, okay, mehr nicht, gut, springen wir mal hier, okay, komme ich da oben irgendwie lang, aha, also ich muss sagen, ihr seht selber, das hasse ich ja an Spielen wie die Pest, ne, man läuft, man stoppt und es schlittert der immer so ein bisschen weiter, Also ich merke schon, exaktes Plattform wird hier nicht unbedingt so möglich sein. Okay, Schraubenschlüssel, die kann ich werfen. Okay. Okay, das hat zwar gehupt, aber wie hätte ich da jetzt ausweichen können? Jetzt habe ich ein Bein weniger. Woher sollte ich das wissen? Jetzt habe ich gar keine Beine mehr. Okay, die kann ich kaputt. Okay. Das scheint wahrscheinlich so die Art Lebensanzeige zu sein. Ich schätze mal, man kann in 4 Treffer einkassieren. Okay. Zack. Der kriegt einen Schraubenschlüssel. Jetzt haben wir immer wieder ein Bein. Okay. Gucken, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Okay. Schraubenschlüssel. Kann ich die auch abwerfen? Auch ja. Dann brauche ich da gar nicht springen. Aha. Okay, jetzt bin ich wieder voll. Also da muss man schon eine Reaktion wie ein Ninja haben, glaube ich. Man hört das Hupen. Ich drücke sofort. Oder liegt das einfach am Alter? Ich weiß, dass meine... Hab ich das getroffen? Also ich weiß, dass meine Reaktionszeit natürlich nicht mehr so gut sind wie als 20-Jähriger. Okay. Das war's anscheinend schon. Ja, also noch geht's, würde ich sagen. Nur halt diese Autos, die sind wirklich nicht so geil, würde ich sagen. Okay, dasselbe nochmal. Warum sind eigentlich hier so Autos? Ne? Es geht auf Zeit, ich darf nicht zu viel labern. Okay, da komme ich nicht rüber, muss ich wahrscheinlich über die Lampen springen.
Aber wie gesagt, exaktes Plattformer mit der Schlittersteuerung. Oh, ich hab's geschafft. Was, Piraten, die kommen runter? Nee. Ah. Das Auto kommt natürlich runter. Oh. Okay, dann kommt das auch wieder runter. Hä? Das hat mich getroffen? Ach, ich werde vor den Reifen getroffen. Ja. Oh. So. Also, das Spiel ist krumm. Miep. Ja. Den habe ich jetzt mal gehört. Also es ist irgendwie... Also irgendwie gefällt mir das Spiel nicht. Weil sie hätten mehr draus machen können. Okay, Leben verloren. Weil man läuft nur voran und weicht irgendwelchen Gegnern aus. Wo bleiben die Plattformabschnitte oder sonst was? Okay, Plattformabschnitte bin ich so gesehen ganz froh, dass es die nicht gibt durch dieses Schlittern hier. Und natürlich gibt es keine Checkpoints. War ja klar. Also Steuerung bis auf das Schlittern ist eigentlich in Ordnung. Jetzt muss ich auf das Auto aufpassen. Okay. Der hätte mich eigentlich treffen müssen, oder? Ich meine, ich bin froh, dass das nicht getan hat, aber... Hm. Ist ganz schwer, den auszuweichen. Ja! Komm! Was? Der respawnt? Das ist aber unfair. Ja, kriegen wir mal wieder ein Bein. Ah, ne. Ein Arm. Ah! Wie soll ich denn da hochkommen? Oder gibt es irgendwie einen Double Jump? Nee. Hm. Ich bin doch draufgesprungen. Hä? Hm. Also erst in der Ferie ging. Ich weiß, glaube ich, langsam, was du meinst, Stefan. Oh. Es ist einfach unfair. Der Fokus liegt halt einfach... Also gibt... Da gibt es bestimmt immer irgendeine spezielle Taktik... Okay, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, das war jetzt mein Fehler. Aber Dingern auszuweichen, weil den Dingern auszuweichen, das ist so schwer. Siehst du das? Seht ihr das, meine ich? Mit dem Runterrutschen. Und das ist bescheuert, dass man quasi sich die Pattern... Ach, da hätte ich wahrscheinlich draufspringen müssen, dass ich dann auch hochkomme, ne? Und? Jawohl! Oh, das hasse ich ja im Spiel, wenn die Feinde immer respawnen. Oh. Also es ist eher sich merken, wo Feinde sind, um denen auszuweichen. Ha. Ich hab nicht lange durchgehalten, ne? Gut, würde ich sagen, dann einmal probieren wir noch. Also lieber Stefan, kannst gerne reinschreiben, wie weit du immer damals gekommen bist, aber ich verstehe dich voll und ganz, ehrlich. Aber sowas von... Oder ich benutze hier... Ja, diese Reifen. Immerhin ist man dann kurz unverwundbar, wenn man... Versuche jetzt mal einen Schraubenschlüssel zu werfen. Da kam es natürlich von hinten. Gut, das könnte man jetzt aus dem Kontext nehmen. Also ist sowieso komisch. Bei diesen Reifen muss man zum Beispiel einfach vorwärts rennen, ne? Das ist, denke ich mal, die Strategie. Bei anderen Sachen muss man aber vorsichtig sein. Ganz komisches Spiel.
Gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Auch die Musik, die geht mir ehrlich gesagt jetzt schon auf den Keks irgendwie. Immer wieder ein Bein. Einfach nur billig. Ja, komm. Man kann das so cool rutschen. Rutscht man da durch? Ist man denn unverwundbar? Aber warum haben die sowas eingebaut? Wie dieses Rutschen? Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Ich rutsche jetzt einfach mal. Hier muss ich ja rüber. Vielleicht muss ich mehr mit diesen Schraubenschlüsseln werfen, aber ich rutsch mal. Okay, man ist... Ja! Ja, komm! Man ist anscheinend nicht unverwundbar. Das wäre auch ein bisschen... Ja. Ganz ehrlich, wie soll man diesen Reifen denn bitte schön vernünftig ausweichen? Das finde ich wieder schon... Ich habe ja nichts gegen schwere Spiele. Ne? Ist nicht unbedingt mein persönlicher Geschmack. Aber wenn das einfach so künstlich schwer... Wenn es so künstlich schwer gemacht ist, das... Nee. Ja, Stefan... Ich merke schon, warum du den Titel ausgesucht hast. Ah ja, komm. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich mir das als Kind damals irgendwie gewünscht hätte. Vor allem, ja. Auch wenn ich mich wiederhole, das ist einfach schlechtes Spieldesign. So, mal gucken. Ja. Oh, ja. Also wenn ich das als Taktik jetzt nehme, zurückrenne, um den Weichen auszuweichen, dann kommen die Wagen... Nee, ey. Da oben ist ein Schraubenzieher. Okay. Ich bin doch draufgesprungen. Meine Fresse, ey. Ah, schade. Na gut, dass ich für das Spiel nicht viel bezahlt habe. Viel wäre es auch nicht wert. Also von der Technik her ist es ja in Ordnung. Also die Grafik ist vernünftig. Der Hintergründe so vernünftig gezeichnet, die Animation und so weiter. Naja, gut, die Musik ist halt ein bisschen simpel, aber... Ich war doch gar nicht weit weg von dem Auto. Mann. Das erste Level war ja gar nicht so schlimm. Okay, ich muss einfach anscheinend rutschen dann. Ich hoffe mal, dass da oben ein Schraubenzieher ist. Okay. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Also die Hitboxen sind gefühlt auch cool. Ich verstehe das nicht, wann sie respawnen und wann nicht, ehrlich gesagt. Ich versuche es mal ganz vorsichtig. Ah, jo. Ich bin jetzt aufs Reflex gerade gesprungen. Das war natürlich jetzt... Man muss sich also die Gegner einprägen und dann auch noch Glück haben beim Ausweichen. Kein Spiel für mich. Also, das war's dann auch für diese Folge. Drittes Mal tue ich mir das sicherlich nicht an. Nochmal, danke an dich, Stefan, für den Wunsch. Und wenn ihr einen Wunsch habt, einfach in die Kommentare rein. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.